Das Ausmaß nimmt deutlich Reformen an. Wir sehen, dass der US-Markt, wir sehen das hier am Nasdaq Future in dem Fall konkret gesprochen, deutlich mehr fällt, als das in der letzten Zeit der Fall war. Wir hatten ja schon mehrere Rücksetzer, durchaus auch schnelle. Das ist nicht wirklich was Neues, aber wir haben hier so ein paar Linien noch eingezeichnet, die habe ich mal drin gelassen hier auf Tagesbasis. Die vergleichen so die Rücksetzer typischerweise, die wir hier so vorne hatten. Natürlich die beiden etwas größeren, aber auch die anderen. Und dann sehen wir, durch die meisten dieser grünen Linien sind wir durch und gleichzeitig haben wir auch noch den ein oder anderen Unterstützungsbereich aus den Fibonaccis ebenfalls noch durchstoßen. Jetzt, was soll sowas aussagen? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele sagen, ja, aber die Linien, die machen doch nichts aus. Nein, die Linien machen natürlich nichts aus, um Himmels Willen. Die sind weder magnetisch, dass sie den Markt nach unten ziehen, noch ist eine Sicherheit, dass der Markt dort abprallt. Sie machen aber deutlich, dass etwas anders ist als zumindest die letzten Rücksetzer. Zumindest mal, was das Ausmaß angeht, ist das nochmal ziemlich deutlich. Klar, das müsste man nicht über diese buntigen Linien einzeichnen und deshalb nehmen wir die hier auch tapfer wieder raus. Wir sehen aber, da ist ein bisschen was Größeres aktuell in der Mache. Vergleichen können wir es trotzdem nochmal. Jetzt machen wir wieder eine rein. Ihr seht ein ewiges Hin und Her, nämlich die letzte größere Rücksetzerbewegung. Und da sind wir noch nicht ganz angekommen. Aber immerhin, und das ist schon mal ganz spannend, in der Nähe schon mal dieses letzten Tiefs. Das heißt, alles das, was wir anschließend hatten, das ist ja durchaus ein veritabler Anstieg gewesen. Das ist das, was wir hier haben. Das ist weggemacht worden. Und das zeigt eigentlich, ah, okay, der gute Wille ist offensichtlich im Markt aktuell nicht mehr wirklich da. Also, es schwindete die Kraft der Bullen, müssen wir jetzt mit mehr rechnen? Ja, tatsächlich, also es deutete sich ja immer wieder an, es war allerdings noch kein echter Hinweis. Wir hatten über einige Gelegenheiten gesprochen, das war jetzt hier zum Beispiel dieses Zwischentief hier als eine Möglichkeit, um reinzukommen. Natürlich, wer im Kürzeren unterwegs ist, findet hier Szenarien, die natürlich genauso hier immer wieder laufen. Ich mache das jetzt mal einfach quick and dirty, das ist eine scharfe Bewegung. Vergleich das mit dieser, ist die aufwärts, ist die abwärts, also sie ist offensichtlich Gegenbewegung, sie ist flacher, sie ist schwächer, die ist kursüberschneidender und dementsprechend ist es nachvollziehbar, dass der Kurs hier weiter nach unten geht. Also ich denke mal, so abstrus, so abwegig ist das hier ehrlich gesagt gar nicht, dass der Markt dann sich nochmal weiter nach unten fortsetzt. So, jetzt sind wir aber hier auf dieser unteren Ebene und zumindest aktuell, und das ist jetzt mal zumindest anders auf den ersten Blick als das, was wir hier haben, macht der Markt im Minutenchart, vorsichtig, bitte das jetzt nicht überbewerten. Wir werden das jetzt heute Nachmittag natürlich live uns angucken, wie die Bewegung ist. Ein bisschen eine Einladung an euch. Guckt doch mal selber, ob er hier so wackelig kommt. Dann hätten wir zumindest für einmal noch die Gelegenheit, dass der Kurs nach oben geht. Ich weiß, das höre ich natürlich immer wieder, gerade von unseren fundamental argumentierenden Freunden. Ja, aber Charttechnik, das taugt doch alles nichts. Kann man daran jetzt ablesen, ob der Markt richtig weit nach oben geht? Nein, das kann man nicht ablesen. Also das würde ich diesem kleinen Chart niemals zumuten. Im Sinne hieran kann man das erkennen. Wir sehen im Großen, dass sich das Bild aktuell erstmal wieder gewendet hat. Und solange alles das, was nach oben ist, nicht gleichermaßen, wir hatten ja hier schon mal so eine ähnliche Situation, anschließend ist der Kurs aber sehr deutlich wieder gestiegen. Auch hier ist es ja einigermaßen runtergewackelt, anschließend deutlich erstmal wieder gestiegen. Das würde das bärische Bild erstmal zerstören und dafür sprechen, dass man nicht sofort auf die Short-Seite wechseln kann. Das gilt natürlich im Großen genauso. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf dem Weg nach oben jetzt irgendwie sowas bekommen, dann wäre das so ähnlich wie ich das hier im Kleinen, im Minutenchart. Also ihr seht, das spielt gar keine Rolle, ob das im Tageschart, Minutenchart oder irgendwas dazwischen ist. Wäre das ein gutes Indiz dafür, dass es sogar nochmal runtergeht und damit vielleicht sogar dann diese Dimension hier annehmen kann oder sogar noch deutlich größer. Das werden wir dann tatsächlich noch abwarten müssen. Verdient hätte es der Markt, und ich meine das gar nicht böse und auch nicht negativ, aber wir sind so deutlich so stark gestiegen, dass ein auch durchaus größerer Rücksetzer nicht wirklich kritisch wäre aus meiner Sicht, sondern erstmal nur eine deutlichere Verschnaufpause auf diese ja. Ja, ich denke, da sind sich viele einig, ja durchaus erstmal Übertreibung. Ob es dann anschließend nach oben geht, das überlegen wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt. Im Moment zählt mal dieser Augenblick, worauf wir da achten. So, aber jetzt habe ich das Bild hier sehr bärisch dargestellt. Jetzt machen wir noch mal einen Gegentest. Bekommen wir jetzt wieder etwas so wie hier, so ähnlich wie wir das hier haben? Dann ist natürlich das bärische Bild erstmal wieder rausgenommen worden. Aus meiner Sicht nicht das Allerwahrscheinlichste, aber es muss nicht immer das Wahrscheinlichste passieren. Also insofern, das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das unterscheiden zu können von dieser Geschichte.
Wenn euch das gelingt, habt ihr eine gute Voraussetzung, unterscheiden zu können, in welche Richtung es anschließend geht. Ich weiß, viele sagen, ich will jetzt schon wissen, wo der Markt in 14 Tagen steht. Das denke ich mal, das weiß dann doch niemand. Aber wir haben durch diese Hilfsmittel zumindest mal eine sinnvolle Einschätzungsmöglichkeit. A, was dann als nächstes wahrscheinlich kommt, wenn wir getriggert werden. Und wir haben dadurch einigermaßen sinnvolle Stop-Niveaus, die dann eben sagen, okay, das Risiko, dann falsch zu liegen, ist dann eben relativ klein im Verhältnis zu dem, wenn wir richtig liegen, haben wir doch eine ganz gute Chance Risikorelation. Also ihr seht, wenn man das so ein bisschen miteinander verknüpft, hat man eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, da was draus zu basteln. Allerdings, ob und wann was passiert, ihr seht es, so wie ich es gezeichnet habe, ist es schon nicht mehr gültig, der Kurs läuft weiter. Das Prinzip bleibt das gleiche, ich schiebe es ein bisschen weiter hoch und dementsprechend auch die Erwartung ein bisschen weiter hoch. Also ihr seht, so passt man das regelmäßig und dann immer weiter an die aktuelle Situation an. So, in diesem Sinne drücke ich euch jetzt die Daumen, dass ihr viel Spaß habt an den Märkten, nicht darunter leiden müsst, vielleicht die eine oder andere Bewegung mitbekommt. Wenn ihr wollt, dann meldet euch an beim Trade des Tages. Dort stellen wir immer wieder Situationen vor, insbesondere natürlich an unseren Lieblingsmärkten und insbesondere dann natürlich, wenn wir sagen, so, jetzt haben wir das nicht nur ungefähr, so wie wir das hier gezeichnet haben, sondern ganz konkret mit einer Marke verknüpft. Deshalb meine Einladung, meldet euch dort an, ihr werdet dann informiert, sobald wir da wieder was Neues drin haben. Es kostet ja nichts, also insofern kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Und auf der anderen Seite natürlich fürs Born for Trading, dann habt ihr die Möglichkeit, solche Nachrichten ein bisschen ausführlicher, auch mal Situationen so nebenher, dann aufs Smartphone geschickt zu bekommen. Also mein Tipp, meldet euch für beides an, dann verpasst ihr am wenigsten. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.